Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Einfach lecker vegan kochen mit mir, Philipp Steuer und Aldi Süd auf dem Aldi Süd Kanal. Und im Fokus des heutigen Rezeptes stehen die veganen The Wonder Hackbällchen. Und was wir damit genau machen, das zeige ich euch jetzt. Die eignen sich nämlich perfekt für ein leicht schwedisch angehauchtes Gericht, was in die Richtung von Schöttbullar oder Köttbullar geht. Denn wir nehmen die, nutzen dafür dann Kartoffeln für den Kartoffelstampf und machen auch eine eigene braune Soße selber. Alles komplett vegan. Und ich zeige euch nochmal eben, was ihr genau jetzt alles dafür einzeln benötigt. So, wir brauchen für das Ganze natürlich die The Wonder Hackbällchen. Die haben wir hier. Wir haben Haferdrink Natur. Wir haben hier Kokosmilch, Sojasauce, Gemüsebrühe, Speisestärke, Salz, Pfeffer, Kartoffeln, Knoblauch, Pulver granuliert und ein bisschen Petersilie. Und wir starten jetzt damit, dass wir die Kartoffeln einmal nehmen, schälen, ist jetzt symbolisch gemeint, und klein schneiden. Und die mit etwas Wasser einmal kurz durchkochen und das sieht dann so aus. So sehen die jetzt aus und die sind gut durch, nicht ganz so matschig, aber schon, man kann die schon so mit der Hand leicht zerdrücken. Und die lassen wir jetzt noch kurz einmal abkühlen und kümmern uns in der Zwischenzeit schon mal um die braune Soße, weil die müssen wir auch aufkochen. So, und für die braune Soße, da ist unsere Basis einfach Kokosmilch, die kommt in einen Topf. So, zack, und das ist wirklich simpel. Als nächstes kommen jetzt 240 ml Gemüsebrühe hinzu. So, dann haben wir hier einmal 2 Esslöffel Sojasauce, die macht jetzt gleich die Soße ein bisschen bräunlich. So, dann kommen hier etwa 2 Teelöffel Knoblauchgranulat rein und 1 Esslöffel Speisestärke. Optional kann natürlich auch noch ein Teelöffel Senf rein. Das einmal kurz hier schon mal umrühren und so wie es ist, jetzt einmal eine Runde aufkochen, bis es ein bisschen andickt. So, die Soße, die kocht und die Kartoffeln kühlen gerade noch ab. Kümmern wir uns in der Zwischenzeit kurz um die The Wonder Hackbällchen. Und die könnt ihr entweder beispielsweise im Backofen machen oder halt in der Pfanne. Und ich bevorzuge immer die Pfanne. Ich werde die schön kross. So, jetzt kommen die hier einmal in die Pfanne. Und die brate ich jetzt mit etwas Öl kurz an. So, und dann nehmen wir jetzt hier die Kartoffeln, die sind abgekühlt. Die kann man jetzt auch so noch besser anfassen. Im ersten Schritt gehen wir jetzt hin und zerdrücken die einfach mit einer Gabel. Wenn ihr euren Topf schonen wollt, dann nehmt einfach eine Schüssel, dann ist das alles so weniger dramatisch. Ich bin jetzt hier einfach mal, der Topf hält gut was aus, können wir das auch so machen. Eine Sache, die ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist Pflanzenmargarine oder auch vegane Butter. Die kommt hier noch mit rein, genauso wie 120 ml Pflanzendrink. So, wenn ihr das gemacht habt, dann fängt jetzt hier nochmal die große Matschaktion an. Einfach alles nochmal miteinander drunter und drüber matschen. Und das macht ihr so lange, bis ihr da eine schöne, cremige Konsistenz habt. So, wenn ihr das ein bisschen zermatscht habt, dann sieht das Ganze so aus. Ihr habt dann noch die Option, das Ganze zu garnieren. Beispielsweise mit etwas Petersilie. Entweder könnt ihr die komplett so rein tun oder vorher ein bisschen klein schneiden. Machen wir einfach jetzt mal einen verrückten Mittelweg und das Ganze noch ein bisschen abschmecken mit Salz und bunten Pfeffer. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze nochmal alles ein bisschen unterrühren. Und das stellen wir jetzt zur Seite. Ihr könnt es, je nachdem wie schnell ihr arbeitet, auch nochmal kurz auf den Herd stellen, um es aufzuwärmen bzw. warm zu halten. Und wir machen jetzt an der Stelle gleich weiter, wenn die The Wonder Hackbällchen fertig sind und unsere Soße. So, so sehen die Bällchen jetzt aus. Schön kross an allen Seiten. Ich tue mir mal ein paar hier auf meinen Teller. Ein paar mehr. Der Hunger ist groß. Da können wir richtig schön stapeln. Ich habe hier schon mal unsere Soße. Dann haben wir hier den Kartoffelstampfpüree. Es ist eine Mischform geworden. So, dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen klein geschnittene Petersilie. Die rundet das Ganze ab. Und dann haben wir jetzt hier tatsächlich unser Gericht und hier noch die Soße. Und die Soße, die kippen wir jetzt in der wunderschönen Nahaufnahme für euch drauf. So, ich bin so gespannt jetzt auf den Geschmack. Die sind so saftig, ist richtig, richtig lecker. Soße kommt eben in der Kombination unfassbar lecker.
Natürlich jetzt auch noch zusammen unser Kartoffelstampf. Unfassbar lecker. Esse ich gleich, freue mich gleich auf das weiter essen zu können. Und auch vom Preis her pro Person so ungefähr liegt man aber jetzt 2 Euro, je nachdem. Aber auch unfassbar lecker, macht die ganze Leute am Tisch, macht das satt. Und wenn ihr das, wie gesagt, nachkochen wollt, das Rezept findet ihr in der Infobox. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Aldi Süd-Kanal, um in Zukunft keine Ausgabe mehr von einfach lecker vegan kochen mit mir, Philipp Steuer und Aldi Süd zu verpassen. Und ja, und falls ihr noch Lust habt, mehr zu sehen, hier neben mir findet ihr schon 2 weitere Folgen meiner Kochreihe hier. Und wie immer, danke für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss.